Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im letzten Part den Stimmen aus der Wand gefolgt und haben hier gerade noch ein paar Feen eingesackelt. Richtig nice. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Stück. Sehr hilfreich. Und ja, das Spiel, wenn ihr euch fragt, wie viele Feen kann man haben, es gibt tatsächlich ein Maximum-Limit. Und das Spiel sorgt einfach dafür, dass ihr das nicht überschreitet, indem es keine Feen mehr spawnt, wenn ihr zu viel im Inventar habt. Ne? Also ich glaube, man kann 4 oder so dabei haben. Und der Vorteil einer Fee ist halt, wenn du verreckst, dann heilt die dich automatisch wieder. Du musst nichts machen. Das ist super gut. Ist auch mein Ding in Ocarina of Time. Ich habe immer meine Feen dabei, dann läuft's was. So, wie sieht's denn aus? Kann ich noch eine Waffe mitnehmen? Nee, noch ist die Waffentasche voll, aber keine Sorge. Wenn wir uns jetzt weiter durcharbeiten, dürfte das nicht lange dauern, bis wir wieder eine neue Waffe brauchen, weil die hier sagt, Metal off, weißt du? Macht das auch ein bisschen ordentlich, ne? Man will ja auch schon durch hier. Also der Entdeckergeist wird auf jeden Fall hart gefördert hier. Man hat ja schon irgendwie Bock rauszufinden, was jetzt hier lauert. Jetzt komm. Vorsichtig, hier sind auf jeden Fall ein paar. Nein. Und da rutscht es weg. Warte. Das gibt's aber nicht. Ah. Unfassbar! Ich hau mal einmal hier drauf, dass wir ein bisschen Licht bekommen. Okay. So, haben wir ein bisschen Licht am Start. Uns vorsichtig weiter auf den Weg. Diese Höhle ist größer, als ich gedacht hätte. Dankeschön. Mist. Eine weitere Waffe ist zerstört worden. Oh oh. Ja, nee. Lass mal stecken, Alter. Elektrofledermäuse-Auge. Das elektrische, knisternde Auge eines Elektrofledermäusers. Nicht nur für Medizin geeignet, sondern auch zur Herstellung eines von selbst des zielsuchenden Pfeils. Okay, jetzt schauen wir mal. Noch. Habe ich Dinge mit Steinen dran, aber nicht mehr viele. Hier vielleicht ein Krog drin? Ah, Papa! Nee. Das Ding zerbricht gleich, das ist schlecht. Ich glaube, wir nähern uns auch gleich, aua, dem Ende der Höhle. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Hier ist nochmal was zum Schwimmen. Wird dieses Ding funktionieren, um dieses Steinding zu zerstören? Nein. Das ärgert mich jetzt. Okay, wir müssen einmal kurz zurück eine Waffe holen. Da lagen noch ganz viele rum. So wird das nix, ne? Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Waffen mit Steinen dran, sonst geht das hier nicht weiter. Aber ist ja kein Problem, die liegen zum Glück gleich da oben. Ich hoffe, die sind noch nicht despawned. Weiß nicht, wie schnell in diesem Game was despawned. Aber ich glaube, so schnell hoffentlich nicht. Da liegt doch noch was rum, guck mal. Nimm dich. Ich glaube, das ist... Nee, oder? Wir werden es ja gleich sehen. Okay, warte, dann machen wir den Arm da doch wieder weg, auch wenn der 20 hat, aber der ist nicht so geil. Und tschüss. Wir nehmen dafür das verrostete Schwert. Und dann wird etwas synthetisiert. Und zwar... Einmal ein Stein hier ran. Aha! Sieht sich immer freut, Alter, ist so gut. Und ein Stein daran. So, mit neuen Hauwaffen ausgestattet. Geht's weiter, meine Lieben. Dann kriegen wir nämlich auch noch hier... Ah doch, wir sind weiter unten. Es geht weiter. Crazy. Und am Ende wartet wahrscheinlich irgend so ein Fettgegner, der uns instant wegmeddelt. Problem hier ist halt wirklich die Ausdauer. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir können nicht allzu weit schwimmen, ne? Wir werden einfach ertrinken. Das sieht nicht gut aus.
Da steht doch gleich was auf. Erzähl mir noch nichts, da ist doch ein Gegner drinne. Oder auch nicht. Na gut. Ich würde sagen, bevor wir uns um das Ding in der Mitte kümmern, erstmal schön hier abernten, was abzuernten ist. Und dann schauen wir ganz entspannt, was in der Mitte lauert. Es lohnt sich, die Dinger mal anzuheben, ne? Jetzt ernsthaft. Gelegentlich ist da gutes Zeug drin. Ich mach mal ein bisschen Licht. Da das nicht ganz so dunkel hier ist, ne? Okay. Hier noch Barschaft drinne? Nö. Schade. Und hinauf. Also ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass sich unter diesem großen Haufen etwas Böses verbirgt. Aber ich habe dann generell jetzt echt nicht so gutes Gefühl. Vor allen Dingen, weil ihr seht ja, das Miasma ist auch hier am Werkeln. Auf jeden Fall so ein bisschen Miasma am Laufen, ne? Leuchtstein. So, da unten haben wir auch noch einen Leuchtstein. Ups. Oh, schade. Ich dachte, ich bin cool, aber nein, war ich leider nicht. Ich war nur peinlich. Hätte aber cool werden können, ne? So. Den jetzt nochmal. Achtung. Okay, da geht immer daneben. Kann mir echt schenken. So, okay, wir sind durch. Ne, da hinten ist noch was am Leuchten. Und wir kamen daher und da scheint es auch nochmal wieder reinzugehen, ne? Also wir sind noch nicht fertig. Da hinten ist auch nochmal ein Durchgang. Verrückt. Verrückt. Hauen wir erstmal den kaputt. Dann werde ich da in den Durchgang einmal mit einer Bombe sprengen. Einfach nur, um zu gucken, wo uns das gleich hinführt. Und dann machen wir uns mal an diesen riesigen Haufen. Aber guck mal, da kommt Miasma raus. Das wird kein guter Plan sein. Das sage ich euch jetzt schon. Der Plan wird scheiße, aber egal. Kann man da nicht durch? Sieht nicht so aus. Ich dachte, da könnte man durch. Aber kann man wohl nicht. Na gut. Ich mache jetzt Folgendes, weil ich habe Angst. Ich speichere jetzt einmal. Ich glaube, wir sterben dann nämlich gleich. Da kommt was Ungutes raus. Das ist so. Da kommt was raus, was ich nicht mag. Siehst du? Da kommt was Dickes raus. Ich sag's euch, da kommt ein fetter Gegner raus. Kann das schon fühlen. Seht ihr? Sag's doch, da kommt ein Dicker raus. Aufhauen! Oh. Warte mal, auf die Hauwaffe bitte wechseln. Was habe ich denn, was richtig drückt? Dich. Wow, okay, alles klar. Nicht gut. Renn mal weg. Oh.
Oh. So, jetzt ganz schnell drauf. Und dann auch ganz schnell wieder weg. Sein Auge, du musst dein Auge treffen. Ich treffe sein scheiß Auge nicht. Oh Gott. Kacke, Mann. Okay, nice. Oh. Nein, nein, das Auge, das Auge. Oh nein. Hat sein Auge wieder aufgenommen. Scheiße. Kommt wieder aufs Auge. Und wieder drauf. Die Auge ist dead. Alter, das war gar nicht so ohne. Aber ohne Fee wären wir draufgegangen. Okay, das war doch witzig. Hinox-Zahn. Erbeutet von einem Hinox. Selbst für einen Monsterzahn ist er ungewöhnlich groß und hart. Man kann damit Medizin herstellen oder die Angriffskraft von Pfeilen erhöhen. Noch ein, was ist das? Stahl-Hinox-Horn. Das Horn hat offensichtlich schon manchen Schädel durchbohrt. Befestige es an einer Waffe, um die Angriffskraft extrem zu erhöhen, oder verkoche es mit Kleingetier zur Medizin. Ritter Zweihänder. Ritter Schwert und eine Lanze. Ritter Helle Barde. Okay, pass auf, da können wir ja eigentlich dieses Schwert nehmen. Und dann nehmen wir diesen Zahn, den ich da gerade eingesammelt habe. Das wird sich hier irgendwo am Ende befinden. Diese neue Sachen sind meistens am Ende. Hier. Inox Zahn, das war das Ding jetzt, ne? Auf den. Ne, das hier. Inox Horn auf den Boden. Und dann können wir das nämlich verbinden und haben jetzt eine 36er Waffe. Nice. Okay, das war nicht ohne. Aber hat Spaß gemacht. Jetzt können wir eigentlich, bevor wir uns verpissen, können wir hier nochmal auch synthetisieren mit einem Stein. Und wenigstens abräumen, ob hier noch irgendwelche wertvollen Dinge sind, ne? Einmal nochmal so grob hier rein. Ja, so grob gucken, ne? Ah, schon geil. Also von der Neisigkeit her ist das schon ziemlich nice. Alleine auch sowas jetzt hier zu realisieren, ne? Dass wir hier dynamisch Zeug kaputt hauen können. Also es ist schon cool. Jetzt ist halt die Frage, die sich mir stellt. Mal speichern wir wieder. Ich Angst habe jetzt zu verkacken. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Speichern abgeschlossen. Kann man da hinten wirklich nicht durch? Aber sieht stark danach aus. Noch eine Bombe? Ich glaube, eine habe ich noch, dann habe ich keine Bomben mehr. Aber mal gucken, wo so ein Farmspot ist oder so. Ich glaube, ich habe jetzt schon keine Bomben mehr, kann das sein? Die waren doch irgendwo in diesem Bereich. Nope, keine Bomben mehr. Das ist ja doof. Da scheinen wir wirklich nicht durch zu können. Ah, da hinten geht's noch weiter. Okay. Okay, warte. Whee! Ja, dann geht's doch noch weiter. Guck mal. Ich dachte schon, wir wären schon durch, aber nein. Man muss einfach nur die Augen aufhalten. Natürlich sind wir noch nicht durch. Was haben wir denn uns da auch dabei gedacht, dass wir schon durch wären? Ich sollte nur eben kurz mal was essen, wo ich das hier gerade so sehe. Kleinen Fleischspieß kann man immer gebrauchen.
Ja, ich weiß, wir haben es ja nicht gleich, aber ist das so. Komm ich hier durch? Ja. Moin, wo sind wir denn jetzt? Das geht noch größer, das ist ja verrückt. Also von der Geräuschkulisse bin ich etwas in Sorge. Wollen wir mal runtergehen und mal schauen? Muss jetzt mal gucken, was es mit diesen Dingern hier an der Wand auf sich hat. Was ist das? Kann ich die auch kaputt machen? Und wenn ja, was ist da drin? Wie mehr Feuersteine. Also dahinter scheint wieder irgendwas zu leben. Problematik ist, ich habe jetzt keine Hauwaffe mehr. Und hier liegt, glaube ich, auch nichts mehr rum. Das ist ein bisschen doof. Habe ich noch irgendwas mit einem Stein dran? Nope, alles kaputt gemeldet. Das ist doof. Müssen wir uns erst kurz eine neue Waffe organisieren. Sonst wird das nix. Wir sind gleich wieder da. Jemand eine Waffe holen, ne? Ich hoffe, da ist noch irgendwas am rumliegen. Das Schlimme ist, wir müssen jetzt wieder zurück. Das ist ja doof. Na gut, mit Schwimmen sollte das klappen. Hoffe ich. Ich darf nicht sterben. Lagen da noch Waffen rum? Das ist die Frage. Was leuchtet da so hell? Achso, ich hatte vorhin so ein... schon Leuchtding aktiviert. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier liegen noch Dinge rum. Damit kommen wir doch noch ein Stück weiter. Aha! Noch mehr Waffen bitte? Ich bräuchte noch mehr. Was liegt hier noch rum? Leider nur ein Pfeil. Nur noch eine Waffe. Das wird spannend. Man kann hoffen, dass die da gleich noch was verlieren. Aber mit einer Waffe kommen wir nicht weit, ne? Also, sind wir ehrlich? Aber verrückt, wie lang diese Höhle ist. Was ist denn los mit diesem Game? Was ist denn los? Aber so eine, ich wollte nur mal durch dieses kleine Loch. Wer erwartet, dass hier so eine Endloshöhle kommt? Die hört gar nicht mehr auf. Ich will mich nicht beschweren. Ich find's mega geil, aber what the fuck? Was ist denn da los? Crazy. Einfach nur crazy. Okay, los geht's. Dann gucken wir mal, was da für fette Viecher lauern. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ist hier so ein Ort, da bräuchst du jetzt echt so ein paar von den Bomben. Gut, wir arbeiten uns mal hier durch. Mach jetzt mal echt so wenig wie möglich. Oh, Alter, die halten aber viel aus. Die sehen so aus, als würden sie viel aushalten. Oh, holy shit. Okay, warte. Wenn die treffen, dann treffen die aber auch. Oh, holy shit, die werfen mit Steinen die Schweinebacken. Noch eine, Alter. Was? Gehen. Alles klar. Ich glaube, wir sind langsam in einem Gebiet, da sollten wir noch nicht sein. Sind wir ehrlich oder was, ne? Mhm. Okay, wir haben jetzt hier einen Langstock mit verrosteter Hellebarde. Schwarzer Horrorblinhorn. Hammerförmiges und ein schweres Horn. Ich heiße doch Guthahn. Befestige an einer Waffe, um die Angriffskraft erheblich zu erhöhen. Oder koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Horrorblinherz.
Okay, wir schauen uns jetzt dann gleich erstmal kurz um. Alter, verrückt. Meine Lieben, aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break, denn der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.